diesem Video erklären wir euch das Organon-Modell von Karl Bühler. Und ja, viel Spaß! Das Organon-Modell besteht aus diesen Elementen. Also einmal natürlich dem Sender und dem Empfänger. Dann aus dem Sprechzeichen oder auch nur Zeichen genannt. Das kann ein Satz sein, ein Wort, ein Text, aber auch ein Gesichtsausdruck oder irgendeine Handlung, zum Beispiel eine Berührung. Dann besteht es noch aus dem Gegenstand bzw. dem Sachverhalt, der Anlass für die Kommunikation zwischen dem Sender und dem Empfänger ist. So, das Sprechzeichen hat drei Funktionen. Einmal den Ausdruck. Der Ausdruck teilt etwas über den Sender mit, also die Gefühle vom Sender. Dann, dann eine weitere Funktion ist die Darstellung, die, wie gesagt, der Anlass der Kommunikation ist und das Thema darstellt. Die dritte Funktion ist der Appell, der den Empfänger auffordert, etwas für den Sender zu tun. Jede Nachricht enthält alle Funktionen, wobei aber eine Funktion mehr oder weniger hervorgeht, je nachdem, welche Absicht der Sprecher hat. Also die Sprechabsicht entscheidet, welche Funktion des Zeichens überwiegt. Allerdings kann es zu Komplikationen kommen, wenn Sender und Empfänger eine unterschiedliche Gewichtung der Funktionen haben. Also wenn der Sender einfach nur eine Sachinformation darstellt, der Empfänger das aber als Appell wahrnimmt zum Beispiel. So, wie ihr das jetzt anwendet, erklären wir euch an einem Beispiel. Dazu nehmen wir den Satz bzw. die Frage, wo bist du gewesen, als Sprechzeichen. Der Sender ist in unserem Fall dann die Mutter und der Empfänger ist das Kind. Also es geht darum, dass, also in diesem Beispiel geht es einfach darum, dass die Mutter das Kind fragt, wo es gewesen ist, nachdem das Kind verspätet nach Hause kommt. Und das ist auch unser Gegenstand bzw. der Sachverhalt, nämlich dass das Kind verspätet nach Hause kommt. So, der Ausdruck, der hinter dieser Frage steckt, ist, ich habe mir Sorgen gemacht, weil die Mutter eben einfach besorgt war, wo das Kind ist, weil es verspätet nach Hause gekommen ist. Der Appell, der hinter dieser Frage steckt, ist zum Beispiel, komm das nächste Mal pünktlich, also eine Aufforderung zur Verhaltensänderung. Damit man dieses Modell auf jede Situation anwenden kann, hat Karl Bühler ein paar Dinge in seiner Sprachtheorie ergänzt. Ein Punkt, also eine Ergänzung, ist, dass der Appell bzw. der Ausdruck erst bei Berücksichtigung der Sichtweise des Gesprächspartners verstanden wird. Also um eben den Appell oder den Ausdruck im Sinne des Senders richtig zu verstehen, muss man den Standpunkt des Gesprächspartners mit einbeziehen. Und dann sagt Karl Bühler auch noch, dass die Verständigung, also die Kommunikation über Dinge, auf die man zeigen kann, leichter ist. Und diese Dinge, also das Umfeld, das in Sichtweite des Senders und des Empfängers ist, nennt man dann Zeigfeld. Außerdem sagt er, dass bei der Kommunikation über heikle Themen zwei Verfahren angewandt werden zumeist. Also einmal gibt es da die Verhüllung, bei der das Thema oder das Problem durch Umschreibung eben verhüllt wird. Also es wird quasi um den heißen Brei herum geredet oder das Problem wird nur mit S benannt, aber nie richtig. Dann gibt es noch die Abdeckung und die Abdeckung ist die Ablenkung und Meidung des Themas. Also es wird einfach nicht angesprochen oder wenn das Thema dann doch aufkommt, wird sofort auf ein anderes Thema eingegangen. Die letzte Ergänzung ist, dass die Nachricht, das sprachliche Zeichen,
alle drei Funktionen beinhaltet, aber es ist situationsabhängig, welche Funktion dominiert. Also welche Funktion am meisten aus diesem Zeichen hervorgeht. Das war's wieder mit unserem Video. Wir hoffen, ihr habt es verstanden. Und falls ihr noch irgendwelche anderen Wünsche habt, schreibt es uns einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!